Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe Videos schon gemacht zur Ukomen-Steckdosen, und bei einem hatte ich einen Fehler gemacht, da habe ich was falsch interpretiert. Das haben sie aber jetzt mit, weil das auch ein bisschen undurchsichtig auf der Amazon-Seite war. Das hat der Hersteller aber jetzt korrigiert. Jetzt ist da bessere Übersicht. Und zwar habe ich gedacht, dass der mit bei ist oder dass die anderen auch so sind. Dass, ja, also das kann man so in die Steckdose stecken oder halt mit den anderen kombinieren. Und habe ich gedacht, dass das halt so ist, so eine Kombinationsmöglichkeit. Aber die anderen, bei den anderen waren ja nur Viere drin. Ja, da brauche ich jetzt hier auch nicht ein extra Unboxing machen, weil wie gesagt, ist halt einfach nur ein Stecker. Da ist nichts weiter drin und keine Anleitung. Und die, damit werden wir die anderen, wo ich schon ein Video gemacht habe, wo ich jetzt nochmal neu machen werde, vernünftig, weil es ja mit bei ist, kombinieren und erweitern. Aber dafür switchen wir mal in die Unboxing-Ansicht, damit ihr wisst, was ich meine. Oh, und jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Wir haben hier das kleine Paket. Das wurde mir von Uncomen netterweise nochmal zugeschickt. Zweifach Schuko-Adapter mit zweifach USB. Und die große Packung, das ist praktisch ein Link, und da könnt ihr dann aussuchen, also ein Amazon-Seite oder beziehungsweise Produkt, wo ihr dann halt aussuchen könnt, ob ihr eine Viererpackung haben wollt. Ob ihr die Sachen, die da drin sind, ich habe ja schon Unboxing gemacht. Ich denke mal, das werde ich lassen. Ob ihr die Dinger einzeln kaufen wollt, ihr werdet es auch gleich sehen. Und auch den Adapter könnt ihr einzeln kaufen. So, aber dann fangen wir mal an. Ich packe das jetzt erstmal alles aus. Im Unboxing habt ihr das ja schon gesehen. Aber ich will halt auch den vernünftig vorstellen und euch zeigen, warum das eigentlich für mich interessant war und warum ich das so gut fand. So. So. Wie gesagt, ihr könnt diese Sachen, die ich jetzt hier liegen habe, alle einzeln bestellen. Oder halt in dem Viererpaket, wie ich es jetzt hier gerade ausgepackt habe. Sind halt verschiedene Sachen. So. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, ist eine Hitze hier. Der dicke Kater macht sich auch wieder breit hier. So. Also, in dem, also wie gesagt, ihr könnt die alle einzeln bestellen. Also entweder holt ihr euch einen Dreifach-Schuko, also praktisch Dreifach-Strom, 1, 2, 3, mit Schalter. Für Lampen oder was weiß ich, wo man mal mit dem Fuß rauftippen will. Oder ihr braucht einen direkten Adapter, direkte Steckdose. Hier ist halt eine Vierer, ja, dreimal an der Seite und oben einmal. Oder ihr nehmt einen, den lilanen, der hat oben zweimal USB mit 2,4 Ampere bzw. 5 Volt. Einmal, zweimal, dreimal Strom. Oder ihr nehmt eine Überspannungssteckdose, das ist die grüne, mit dem Blitz auch hier kennzeichnet hier. Und habt da dreimal Strom dran. Und wie gesagt, die könnt ihr jetzt so im Paket kaufen. So. Also alle Viere zusammen. Oder die Produkte halt einzeln. Und dann gibt es halt noch die fünfte Variante. Gibt es aber kein Paket, wo die Viere drin sind und der fünfte mit bei ist. Das gibt es leider nicht. So, und das wäre dann praktisch auch wieder ein Schuko praktisch. Zweimal Steckdose und zweimal USB. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt dann unten zum Beispiel diesen hier für die Lampe, ja, also mit Schalter, und da macht ihr dann eure Stehlampe ran und irgendwelche anderen Geräte. Und um das zu erweitern, könnt ihr dann einfach so wie so einen Knochen ran machen. Und dann habt ihr praktisch nicht zweimal Strom, sondern ihr habt viermal Strom. Und einmal USB. Ja? Und dann halt mit Schalter. Oder
ihr erweitert das Ganze. Mit einem weiteren solchen Stecker. Habt da viermal USB. Das wäre für meine Gaming-Steckdose ganz gut. weil die ganzen LEDs und so. Und einmal Strom, zweimal Strom, dreimal Strom. Einmal geht der weg durch diesen Adapter, weil der hier rankommt, logischerweise. Das ist eine Möglichkeit, was ihr machen könnt. So. Ihr könnt das Ganze aber auch sagen, Mensch, ich habe mir den lilanen geholt, ich brauche aber nochmal USB und einen Stecker, dann macht er das so. Dann habt ihr zweimal USB und vier Steckdosen oder halt Überspannungssteckdose. Habt ihr eine Überspannungssteckdose mit vier Steckdosen und einmal USB. Oder halt koppelt es nochmal hier oben ran, so, oder hier hinten ran, das ist vollkommen egal. Ja, ich würde es auch cool finden, wenn sie jetzt so einen Adapter nochmal machen würden, also Normalstrom oder so, dass du halt hier noch ein bisschen länger machen kannst. Ja, oder nimmst du halt den normalen Strom, zack, hast du hier dreimal Strom, zweimal USB und hier noch dreimal Strom dran. Ja? Oder halt, ihr macht es halt hier oben ran. Na, wo ist das denn? So. Oder eine andere Richtung. So ran. Ja, dann hier geht ja nicht viel weg. Habt ihr hier zweimal Strom, USB, hier nochmal USB zum Rauskommen und hier nochmal zwei Stecker. Also könnt ihr dann erweitern, wie ihr wollt. Ich packe mal einen jetzt weg. Und mein Fehler war, also muss ich aber dazu sagen, die Seite, die Amazon-Seite war am Anfang echt, sah das nicht so übersichtlich aus. Da waren halt alle Bilder drinne. Und man konnte dann halt die Produkte auswählen und jetzt ist es halt viel übersichtlicher. Jetzt habt ihr praktisch, könnt ihr das separat auswählen und dann sind auch nur die Bilder dazu zu sehen. Ihr könnt das Vierfachding auswählen und seht die Bilder dazu oder halt jedes von diesen vier könnt ihr auch einzeln holen. Ja? Also da habt ihr dann ordentlich was. Ja, ich muss mal gucken. Ich wollte ja unbedingt bunt haben für die Steckdosen von meiner, also im Kinderzimmer. Leider ist Normalstrom schwarz. Wäre auch schön gewesen, wenn der ein bisschen bunt gewesen, auch noch bunt gewesen wäre. In Blau vielleicht oder so. Dann hätte, ne, dann, dass da ein bisschen Farbe zusammenkommt. Ich finde das halt mal was anderes. Nicht halt so Standard, einfach Steckdose, sondern halt eine Knochenform. Ja, klein, kompakt, drei Stück und halt mit dem halt auch noch erweiterbar. 20 mm. Ja, auch halt schön erweiterbar mit dem. Hier kann man dann, wie gesagt, ranmachen und dann hat man so ein Knochendesign. Ja, auch Überspannung. Also ist auch eigentlich für jene Schmack was mit bei. Mit Schalter, mit Überspannungsschutz, USB und Steckdose, nur Steckdose oder halt dann noch erweiterbar halt Steckdosen, zwei Steckdosen zusätzlich und USB. Ihr könnt es natürlich auch so in die Wand machen. Ja, also praktisch, die meisten Steckdosen sind ja so. Habt ihr hier eine Steckdose und hier kommt USB raus. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr müsst den jetzt nicht hier ran machen. Ihr könnt den auch ganz normal in eine ganz normale Steckdose reinstecken. Das sieht dann, na komm. Sieht dann so aus. Oder halt in die andere Richtung würde dann so aussehen. Oben einen Strom, unten einen Strom und hier. So. Das soll es dafür auch gewesen sein, weil wie gesagt, gibt es ja schon ein separates Video und ja, der ist auch gut verarbeitet. Also ich habe hier keine scharfen Ecken, Kanten. Ich sehe auch nichts. Auch hier TÜV Dingsbums war wieder dran und so. TÜV Süd, ja, so wie hier, überall. GS und TÜV Süd, ja, also da seid ihr dann auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Ich habe den jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer dran, weil ich eine Verlängerung brauchte für meinen Lüfter, den ich im Fernseher habe, weil es ist, wie gesagt, über 30 Grad, auch in der Bude über 30 Grad. Und ja,
die Steckdose reicht, also der Stecker reicht nicht bis zur Steckdose. Und da habe ich den hiermit erweitert und läuft auch die ganze Zeit ohne Probleme. Ja. Ich werde wahrscheinlich den auch mal denn jetzt ranmachen, dass ich den auch schalten kann. Ja. Oder Überspannungsschutz. Ich werde die jetzt alle nach und nach mal testen und gucken, ob die auch alle das machen, was sie sollen. Aber wie gesagt, den habe ich jetzt schon ein paar Tage in Betrieb und ohne Probleme. Das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Wie gesagt, es gibt auch ein Gewinnspiel dazu. Hier irgendwo war ein Buchstabe oder kommt noch ein Buchstabe, keine Ahnung. Und die Anleitung ist in der Videobeschreibung. Da müsst ihr dann alle Buchstaben von den ganzen Videos zusammentragen, mir die schicken auf diesem Google Doc Dokument, was ich noch machen werde für euch, wo ihr eure Namen und Adresse angibt und eure E-Mail-Adresse, dass ich euch kontaktieren kann. Und ja, dann gehen die Daten gehen dann zur Firma. Also ihr müsst euch dann ein Produkt aussuchen, was ihr haben wollt von der Firma, was ich vorgestellt habe. Und ein Ersatzprodukt, falls das gerade nicht lieferbar ist. Und dann schicke ich das zur Firma. Und dann wäre schön, wenn ihr euch dann auch bei mir melden würdet, wenn das denn da ist. Weil ich weiß, das hat alles geklappt. Solange hebe ich nämlich noch die Daten auf vom Gewinner, dass ich da dann halt nachvollziehen kann, hier sind die Daten, falls die Firma... Kam mir schon mal vor, dass die Daten nicht da waren. Habe ich Gott sei Dank ja noch nicht gelöscht. Und dann konnte ich sie gleich nochmal schicken. Und dann gingen die gleichen Tag noch raus an den Gewinner. Oder besser gesagt, die Gewinnerin. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, ihr könnt euch damit eine kleine Freude machen mit dem Gewinnspiel. Und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Wo ich meine Fernbedienung jetzt hin? Ach, hier.